So, da sehe ich gleich eine Treppe, das ist sehr schön. Der Frostwald ist jetzt ein klein wenig kürzer als der Feuerberg. Was haben wir hier? Plosivsamen. Dann halt ohne den Ruckzuckhieb. Okay, du nervst. Wie hoch ist die Chance, dass die Viecher einem ausweichen? Das ist ja unglaublich. Da trifft ja echt nur jede dritte Attacke gegen die blöden Viecher. Wir sind schon auf E4. Das war ein Ditto. Ditto sind in Pokémon Mystery Dungeon nur leider die nutzlosesten Pokémon, die es gibt. Da finde ich sogar Carpador an mancher Stelle gefährlicher. Top-Elixier und ein Kraftband. Was kann da Chrissy jetzt haben? Der hat eh ein bisschen mehr physische Attacken als ich. Jemand versucht, in den Wald einzudringen. Das Nachlassen der Eiswände, ist der Eindringling dafür verantwortlich? Er muss aufgehalten werden. Es gilt, den Wald zu schützen. Frostwald, Ebene 6. Ihr dürft sowieso dreimal raten, wer der nächste Gegner ist. Das kann man nämlich schon relativ eindeutig an der Tatsache festmachen, was die letzten zwei Gegner waren. So dringend brauche ich jetzt Persifbeeren auch nicht. Und vor allem, wenn man das Setting hier betrachtet, passt der letzte von unserem Trio da sowieso wie die Faust aufs Auge hier drauf. Frostwald ist sie. Zwei Sinelbeeren. Ich mache jetzt lieber erstmal den hier, den können wir nämlich beide kaputt machen. Da fällt mir gerade ein, ich habe Chrissy noch immer noch gesagt, sage ich immer noch, dass der immer nur seine Aquaknarre verwenden soll. Darfst du auch ruhig deine anderen jetzt mal wieder verwenden. Wogegen tauschen wir denn die Sinelbeere aus? Mitnehmen würde ich sie nämlich schon gern. Lass mal den Apfel da und essen ihn. Die zweite Sinelbeere lasse ich jetzt liegen. So, Ebene 8. Ein Stollrack und ein Schnäppke. Ups, das war eins zu weit. Das war mal Damage. Uff. Moment mal, das muss ich ja hier noch so machen, bevor ich das vergesse. Musst du dir jetzt. Das hilft nichts, ich muss ihn heilen irgendwie.
Komm. Fang und iss. So. Ach. Er war verlangsamt. Da war ja noch was. Treppe. Gummi. Ein Orange-Gummi. Orange war meines Wissens für Kampf. Ach, das ist ein Ditto, okay. Merkt man immer daran, dass sie Verzweifler einsetzen. So, dann haben wir hier das Frosttal. Können wir hier nochmal schön speichern. Und weiter geht's. In die Frostgrotte. Schnee. Das Wetter mag ich nicht unbedingt. Ein Metang. Wie viel hält das Viech aus? Müssen sie sich immer selber umhauen. Gleich weitergehen bei, ich glaube, bei ungefähr Ebene 6 sind wir am Ziel. Verdammt, stimmt, ganz vergessen. Riohan hat ja noch diesen wunderbar nervigen Blitzfänger. E5. Ach, sind wir jetzt schon da. Wir haben eine weite Strecke im Wald hinter... eine weite Strecke hier im Wald zurückgelegt. Wenn wir diesen Teil hinter uns gelassen haben, haben wir es geschafft. Sollte nicht mehr weit sein, halte durch. Bitte? Hast du was gesagt? Also nicht. Ich meinte, eine Stimme gehört zu haben. War wohl Einbildung. Kehrt um. Ihr dürft nicht passieren. Wer ist da? Es ist euch nicht gestattet zu passieren. Wenn ihr dennoch darauf besteht, dann soll es so sein. Doch nicht bevor ihr mich besiegt habt. Ah, das ist zu hell. Das Eis um uns herum reflektiert das Licht. Hallo, Arktos. Ich bin Arktos, Hüter des Eises. Wer immer den Wald betritt, soll von meiner Macht besiegt werden. Lasst es beginnen. Ja, das Spielchen kennen wir mittlerweile. Auch wenn wir ja übrigens schon wieder dabei sind, Chrissy. Mach mal nur noch Aquaknarre, das ist das Beste, was du dagegen machen kannst. Und da haben wir ihn wieder paralysiert, das ist doch sehr schön.
ich esse jetzt trotzdem mal eine Sinelbeere, einfach nur, damit meine KP wieder voll sind. Für den Fall, dass er doch vorzeitig aus der Paralyse rauskommt. Das meine ich damit. Das war übrigens jetzt eine nicht effektive Attacke. Möchte ich nur mal so angemerkt haben. Ich habe kaum noch AP auf meinem Donnerschock. Den darf ich jetzt nicht mehr benutzen, ohne dass sich der Link löst. Ja, dann machen wir halt das noch. Chrissy hat's geschafft. Bitte, Arctos. Wir müssen weiter, egal was es uns kostet. Bitte lass uns passieren. Nein, ich kann nicht erlauben, dass ihr passiert. Warum nicht? Warum lässt uns nicht weitergehen? Die kalte Brise des Waldes. Sie hat sich in letzter Zeit deutlich erwärmt. Erwärmt? Ich friere aber ganz schön. Der Fluss der kalten Luft des Waldes wurde gestört. Der Schnee beginnt zu schmelzen. Der Schnee schmilzt. Schnee, der nie zuvor geschmolzen war. Dies ist noch nie zuvor geschehen. Kein einziges Mal. Und zur gleichen Zeit erscheint ihr in diesem Wald. Ist dies nicht euer Tun? Wir haben damit nichts zu tun. Das ist reiner Zufall. Bitte, Arctos, hör uns an. Es liegt nicht an uns, dass der Schnee hier schmilzt. Es passiert nicht nur hier. Naturkatastrophen ereignen sich momentan an allen Orten. Selbst wenn wir keinen Fuß in diese Gegend gesetzt hätten, hätte sich das Klima hier verändert. Ist das alles? Soll ich das etwa glauben? Ah, genug von diesem Unsinn. Dies ist euer Ende. Halt! Absol? In ihren Worten steckt keine Lüge. Die Katastrophen verbreiten sich tatsächlich. Ist das wahr? Ja. Ich habe die Gabe, Naturkatastrophen zu spüren. Die jetzigen Katastrophen sind nicht gewöhnlicher Natur. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Also gibt es noch weitere Katastrophen? Gut. Ich werde euch glauben. Ihr dürft passieren. Arctos. Jedoch. Ah. Ihr müsst verhindern, dass sich die Katastrophen weiter ausbreiten. Ich zähle auf euch. Ja, versprochen, Arctos. Puh, das war schon mehr als knapp. Vielen Dank, du hast uns gerettet. Statt euch zu bedanken, solltet ihr euch darauf konzentrieren, die Katastrophen aufzuhalten. Werden sie nicht gestoppt, wird noch viel Schlimmeres geschehen. Das sagt mir mein Instinkt. Ich spürte die entsetzliche Kraft der Katastrophen. Meine Gabe der Vorahnung führt mich an diesen Ort. Ich halte es für angebracht, dass wir gemeinsam weiterziehen. Ich werde mich euch anschließen. Oh, wirst du das? Wirklich? Wirklich. Um diesen Katastrophen ein Ende zu setzen, ist Kooperation unerlässlich. Ich werde euch meine Kräfte zur Verfügung stellen. Vielen Dank, Absol. Absol gehört nun zum Retterteam. Ja, wir geben ihm einen großen Namen. Und, ja, bis jetzt haben sich sowieso relativ wenig Leute hier angeschlossen. Deswegen darf der Fliegi jetzt auch mal mit dabei sein. Also, da ist der gute Hendrikus auch mit im Team. Und so überwand das Team von Kilian den Frostwald und marschierte weiter in den Norden. Je weiter sie kamen, desto unwirtlicher wurde die Gegend. Möchtest du dein Abenteuer speichern? Ja, das möchte ich. Speichern erfolgreich. Dieser vereiste Bergpfad ist ja ewig lang. Wir sind schon so weit gelaufen. Chrissy sieht auch schon ganz erschöpft aus. Alle Strapazen aus purer Verzweiflung. Was erwartet uns? Tun wir wirklich das Richtige?
Ist das kalt, zu kalt. Hier gibt es nichts außer Schnee. Hier sieht alles gleich aus. Ich frage mich, ob wir überhaupt von der Stelle kommen. Hey Kilian, ich habe gerade gedacht, wir sind an einem verlassenen Ort angekommen, an dem uns wirklich niemand außer uns ist. Ich habe das Gefühl, dass vor uns nichts mehr ist, auch wenn wir weitergehen. Da ist nichts mehr. Ich bin total erschöpft. Was wird aus uns werden? Keine Bange, uns passiert schon nichts. Sicher, das stimmt. Darüber nachzudenken, was passieren könnte, hat jetzt keinen Sinn. Nicht nachdem wir so weit gekommen sind. Tut mir leid. Ich habe mich selbst bemitleidet. Ich glaube an dich. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Und das wird sich nicht ändern. Ich werde weiter fest an dich glauben. Ich folge dir, wo immer du auch hingehst. Ja, Chrissy vertraut mir bedingungslos. Ich darf keine Unsicherheit zeigen. Ich darf nicht an mir zweifeln. Was? Was war das? Mir wird so schwindelig. Hm? Ist dir nicht gut? Endlich. Endlich bist du da. Da spricht jemand zu mir. Chrissy? Nein, Chrissy klingt anders. Diese Stimme kenne ich von irgendwoher. Endlich. Du bist hier. Ich habe dich erwartet. Oh, Gardevoir. Ich bin so froh. Endlich begegnen wir uns. Du bist doch... Was? Kilian, was ist los? Warum führst du Selbstgespräche? Andere können mich nicht sehen. Ich bin nur für dich sichtbar. Etwas weiter voraus findest du eine zerklüftete Berglandschaft, gekrönt vom Klärberg. Auf seinem Gipfel lebt Vulnona. Vulnona? Vulnona erwartet dich bereits. Hüte dich. Nein, warte. Hey, Kilian? Kilian? Was ist los? Was ist passiert? Ach, das war es also. Gardevoir ist dir erschienen. Darum warst du vorhin so verblüfft. Ich finde es unglaublich. Vulnona ist dann nicht nur eine Legende. Das Pokémon existiert. Und auf dem Gipfel vor uns befindet sich Vulnona. Wir haben uns so sehr angestrengt, um bis hierher zu gelangen. Und endlich zahlt es sich aus. Wir werden Vulnona treffen und die Wahrheit erfahren. Endlich können wir die Verdächtigung gegen dich entkräften. Fantastisch. Hör zu, mach dir nicht so viele Sorgen. Es wird schon alles gut werden. Es ist doch nur natürlich, dass du vor dem Treffen mit Vulnona Angst hast, Kilian. Dieser herzlose Mensch, der Gardevoir im Stich gelassen hast. Du könntest dieser Mensch sein. Ich kann schon verstehen, wenn du genau das gerade denkst. Aber es ist möglich. Aber es ist unmöglich. Du bist nicht dieser Mensch. Dessen bin ich mir sicher. Nehmen wir mal das hier. Nun, es gab einen Moment, als ich meine Zweifel hatte, ja. Aber nun frage ich mich, wieso ich gezweifelt habe. Ich weiß wirklich nicht, wieso. Aber das ist völlig in Ordnung. Kilian, du bist ein wirklich netter Typ. Weißt du, früher, als ich zum ersten Mal die Idee mit dem Retterteam hatte, da traf ich dich im Kleinhain. Wenn ich es mir so überlege, war damals schon etwas anders an dir. Es ist schon seltsam, nicht wahr? Aber, Kilian, ich glaube an dich. Und wenn wir vom Gipfel herunterkommen, kennen wir die Wahrheit. Geben wir alles. So, jetzt brauche ich aber definitiv mal eine Aufnahmepause. Ich nehme jetzt schon über 2 Stunden wieder auf. Und das ganze Lesen, Gedöns, das macht müde. Und außerdem habe ich in 1 Stunde noch Raid und WoW. Also, ich mache Aufnahmepause, dann ruhe ich mich noch ein bisschen aus. Und dann... Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Das ist, glaube ich, das Beste. Weil ich merke schon an meiner Stimme, dass ich gerade... Das Ganze wird gerade ziemlich rau. Also, bevor ich jetzt noch weiter rumlabere, wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß bis dahin, macht's gut und stellt nicht zu viel Unsinn an.